Herr Prezincek, viele fühlen sich durch diese Krise der letzten Tage jetzt an eine Situation vor 6, 7 Jahren erinnert. Damals war es eine Internetblase, die geplatzt ist und dann sind jahrelang die Börsenkurse gefallen. Viele, viele Anleger, die in Fonds investiert hatten, waren betroffen, haben Geld verloren. Jetzt ist diese Immobilienblase geplatzt. Könnte das eine ähnliche Situation jetzt werden wie damals? Ja, auf den ersten Blick sieht die Situation ähnlich aus. Die Börsenkurse fallen sehr rasch und nach einem sehr starken Rekordlauf, so wie wir es auch 1999, 2000 gesehen haben, und viele sind dadurch verunsichert. Nur die Situation ist vollkommen unterschiedlich. Damals hatten wir überzogene Börsenkurse, die Bewertungen der Aktien sind in den Himmel geschossen, man musste für diese Aktien verdammt hohe Preise bezahlen, wenn man sie an der Börse erwerben wollte. Jetzt sind Aktien, obwohl sie in 6 Jahren wieder fast alle Verluste der letzten Jahre aufgeholt haben, zum halben Preis erwerbbar wie 2000, wenn man die Gewinne der Unternehmen dazu in Beziehung setzt. Also die Kursgewinne der Aktien waren in den vergangenen 6 Jahren nur ein Reflex der ausgezeichneten Wirtschaftssituation und daher sind Aktien jetzt nicht teuer und die Rückschläge, die wir jetzt sehen, sind, wie Hanno Settele ja auch schon gesagt hat, nicht eine Angst vor der Konjunktur und der Börsensituation, sondern eine Angst, dass die Immobilienkrise Amerikas sich auch auf die anderen Finanzmärkte auswirkt, sprich, dass Kredite teurer werden, dass andere Asset-Kategorien wie Immobilien unter Preisrückschlägen leiden, aber nicht, dass es zu einem jahrelangen Verfall kommt. Aber die Ursache ist ja, dass in den USA die Kredite teurer geworden sind, dass Millionen Menschen sie nicht mehr zurückzahlen können. Und jetzt war ja der Weltwirtschaftsboom der letzten Jahre auch getrieben von der unglaublichen Konjunktur in den USA, der vor allem konsumgetrieben war. Dort haben die Leute jetzt aber kein Geld mehr zum Konsumieren. Könnte es das Ergebnis sein, dass in den USA die Wirtschaft zu stagnieren beginnt und dass wir das dann auch spüren mit Zeitverzögerung? Also es ist vollkommen richtig, dass die letzten 3 Jahre der amerikanische Konsument der Motor der amerikanischen Wirtschaft und damit aber auch Stimulator für die Weltwirtschaft war und dass diesem Motor ein bisschen die Luft ausgeht. Der kommt in Stottern, weil die Einkommen nicht mehr so stark wachsen wie in der Vergangenheit und natürlich auch durch die Immobilienentwicklung die Vermögenswerte der Amerikaner abnehmen. Aber, und das muss man immer im Auge behalten, wenn man von der Verschuldung der Amerikaner spricht, dann sind das etwa 12.000 Milliarden Dollar, aber dem steht ein Nettovermögen von 60.000 Milliarden Dollar gegenüber. Ich weiß, das ist nicht gleich verteilt auf alle Personen, aber es zeigt, dass wir im Vergleich zu 2000 eine viel bessere Absicherung durch das Vermögen der Amerikaner haben, als das vor der letzten Krise im Jahr 2000 der Fall war. Kurz noch eine letzte Frage. Ich muss auf die Zeit schauen. Die Europäische Zentralbank und auch andere Notenbanken haben da heute eingegriffen, ganz massiv viel Geld in den Markt gepumpt, um die Märkte zu beruhigen. Der Effekt war aber auch ein bisschen, dass viele Leute beunruhigt waren und sich gedacht haben, was weiß die EZB da, was wir nicht wissen, dass sie so massiv eingreift. Könnte es da noch ein Problem geben, das wir noch gar nicht wirklich wissen? Ja, das Problem ist offensichtlich, wie weit wirkt sich die amerikanische Immobilienkrise auf das gesamte weltwirtschaftliche Finanzsystem aus? Wie viele Finanzinstitute sind involviert? Man hat es ja jetzt in der Vergangenheit gesehen, dass auch deutsche Banken involviert sind, dass französische Banken involviert sind, dass Fonds geschlossen werden müssen, vorübergehend, das muss man auch dazu sagen, weil Vermögenswerte nicht festgestellt werden können. Es ist also nicht, dass das Vermögen futsch ist und verloren ist, sondern dass die exakte Vermögenswertfeststellung nicht gegeben ist. Und daher wird man in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch auf solche Nachrichten warten, wo weitere Kandidaten solche Meldungen bekannt geben über eine Involvierung in diese Situation. Aber die Notenbanken haben gezeigt, dass sie die Situation im Griff haben, dass kein Anlass für Panik ist und dass
ab dem Herbst sich die Situation beruhigen sollte, sofern wir auf der amerikanischen Seite keine verschlechternden Konjunktursignale sehen. Magister Preczinschek, vielen Dank für diese Analyse und einen guten Abend nach Salzburg.